Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute möchte ich euch meine persönlichen Flop 5 Gameboy Cover aller Zeiten vorstellen. Ist natürlich nur meine persönliche Auswahl. Ich habe mal versucht, so ein bisschen grob zu schauen, welche Cover mir wirklich aus speziellen Gründen irgendwie nicht gefallen haben. Und habe da mal 5 zusammengetragen. Wenn ihr natürlich auch irgendwelche schrecklichen Cover im Kopf habt, ne, ich sag mal noch Fortress of 4, wo wir alle enttäuscht waren, aber wobei das Cover ja schön war, dann haut es bitte in die Kommentare rein. Würde mich mal wirklich sehr stark orientieren. Und genug der langen Vorrede, fangen wir an. Und zwar mit Power Mission. Wenn ihr das Cover jetzt schon euch anschaut, was soll diese Farbkombination kombiniert mit einer Word Art aus Mitte der 90ern. Was soll das? Das Spiel an sich ist ein wirklich ganz gutes Strategiespiel im Prinzip. Es ist rundenbasiert, da treffen zwei Flotten aufeinander. Ihr könnt aus verschiedenen Flotten die Zusammenstellung auswählen. Ihr könnt aus U-Booten auswählen, aus Zerstörern, aus Kampfflugzeugen und so weiter. Und zieht dann halt rundenweise gegen den Gegner. Super faszinierend. Kann Spaß machen, ist natürlich so ein bisschen mehr Hardcore-strategisch, wie es ja für Rundenstrategiespiele zu der Zeit ja nicht ganz unüblich war. Aber was sollen diese Farbzusammenstellungen? Ich verstehe es nicht. Und in dieser Schriftzug, hat man da irgendwie den Praktikanten dran gelassen? Hat man da wirklich gefragt, hey, Herbert, du arbeitest hier zwar erst seit einer Woche, aber kannst du uns da mal ein Cover gestalten? Das hätte man auch wesentlich besser verkaufen können. Und vor allen Dingen, wenn man da in die Mitte reinschaut, das sieht ja alles vernünftig aus. Aber was soll dieser Rahmen da oben und unten? Warum? Das hätte man einfach ein bisschen größer machen können. Zack, hätte man ein super Cover gehabt und vielleicht einen schöneren Schriftzug. Aber so, eieieiei. Kommen wir zum nächsten Spiel. Auch da, wo das Spiel relativ gut ist, aber das Cover ist wie von einem Dreijährigen gezeichnet irgendwie. Hier, Maros Mission, ist ein sehr einfacher, wirklich guter Plattformer. Habe ich auch in meinem Gameboy Geheimtipps Buch übrigens behandelt, genauso wie Power Mission. Spielt sich sehr gut. Ihr spielt so einen, ja, Maru, ne, wie der Name schon sagt, und ihr seid ein Ninja und könnt mit verschiedenen Waffen und Ninja-Sternen werfen, halt, was so Ninjas machen. Vom Plattformer an sich macht das Spiel nichts Besonderes, ist aber sehr gut umgesetzt. Es sind auch viele Gegner, meistens auf dem Bildschirm. Es ist das Übliche, wenn ihr da auf den Boss trefft, dann müsst ihr den besiegen, bekommt eine Waffe, die natürlich besonders effektiv ist gegen den nächsten Boss, bla 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 bla. Kennen wir alles, alles nicht besonders. Grafikstil ist im Spiel auch sehr gut, aber was soll das? Was soll mir dieses Cover sagen? Das ist wirklich irgendwie, dieser Junge, Maru wird es wahrscheinlich sein, ist irgendwie sehr schlecht gezeichnet. Irgendwie die Gesichtsproportionen stimmen irgendwie nicht. Als ob das irgendwie von einem Grundschulkind gemalt wurde. Und auch dieser Gegner im Hintergrund, das sieht irgendwie gar nicht wie ein bedrohlicher Drache oder ein bedrohlicher Dämon aus, der euren Freund da irgendwie hervorholt und fressen will. Nein, das ist ein Frosch. Das soll gruselig sein? Ich weiß ja nicht. Als nächstes haben wir Max. Auch das ist mein Gameboy Geheimtipps Buch. Ein wunderbares Spiel. In anderen Regionen heißt es auch anders. Rubber Saber, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und hier wurde es halt Max herausgebracht. Im Prinzip auch das ist ein super Action-Plattformer. Ihr spielt, wie der Name schon andeutet, Max. Und euer Vorteil ist, dass ihr in einem Mech-Suit seid. Ne? Also deswegen Max und Mech. Okay, dann wird es zwar schlecht. Und seid ihr halt unterwegs und eure Besonderheit ist es, ihr habt da so einen ausfahrbaren Pömpel, nenne ich es mal, womit ihr euch denn an Plattformen irgendwie hochziehen könnt. Ne? Das wird natürlich in Plattformer-Einlagen alles benutzt, wo ihr euch so ein bisschen hangeln könnt. Also ihr könnt euch da jetzt nicht so dran schwingen und das irgendwie komplett frei benutzen. Ihr könnt das Ding nur nach oben schießen. Aber das eröffnet euch natürlich durchaus gewisse Bewegungsmöglichkeiten. In anderen Spielen, in anderen Regionen macht der Name auch durchaus Sinn. Aber hier Max und dann so typische frühe Render-Grafik aus so Mitte der 90er, das ist so nichtssagend. Warum? Erstmal der Name. Wieso heißt das hier Max? Das ist auch nicht irgendwie was irgendwie aussagend ist. Man hätte ja irgendwie so, okay, MechWarrior wäre ein bisschen zu sehr an der MechWarrior-Franchise angelehnt, aber irgendwie RoboMax oder irgendwie sowas, das wäre besser. Und als Grafik einfach hier so ein Dude,
in einem Raumanzug mit einer kleinen Laserpistole. Auch das ist nichts sagen. Warum ist hier nicht dieser Kampfanzug irgendwie abgebildet? Okay, ich meine, ist der Pömpel hier quasi andeutungsweise aufgezeigt, aber selbst der macht keinen Sinn, weil wenn ihr nicht in diesem Roboteranzug seid, könnt ihr diesen Pömpel auch nicht vernünftig benutzen. Also keine Ahnung, was das soll und warum das hier so gebrandet wurde, aber Leute, so ein wunderbares Spiel und gerade deswegen ist das Spiel wahrscheinlich vielen damals irgendwie entgangen. Jede Wette. Als nächstes habe ich Road Rash. Ein wunderbares Motorradrennspiel, was ja auf den PC und ich glaube PlayStation ziemlich hochkam damals, weil es die Besonderheit hat, dass ihr da kämpfen könnt. Also ihr fahrt ein Motorrad, ne? Wie der Name ist oder das Cover schon andeutet. Und ihr könnt halt andere Motorradfahrer irgendwie mit Waffen bekämpfen, wegstoßen. Ne? Und dadurch könnt ihr euch natürlich auch gewisse Plätze freimachen. Wurde an Spiel an sich auch sehr gut auf den Game Boy, natürlich auf die Verhältnisse portiert. Und das Modulbild, das sieht auch spitze aus. Aber was haben die sich hier bei diesem Coverbild gedacht? Wo das Coverbild im Prinzip die Verpackung des Spieles in einer anderen Version auf einen weißen oder auf einen grauen Hintergrund darstellt. Hatten die irgendwie da nicht genug Selbstbewusstsein, um sich hervorzustellen, hey, das ist die Road Rash Gameboy Version? Warum? Auch das macht keinen Sinn. Auch da wieder, andere Länderversionen, die ziehen das komplett auf das volle Bild, weil es ja auch eine gute Covergrafik hat. Aber warum ist es da Spiel im Spiel? Aber auch das machen auch andere Spiele. Deswegen habe ich nur dieses Spiel hier beispielhaft rausgenommen. Später gab es auch einige Spiele, die das genauso abgebildet haben. Ich weiß nicht, ob sie damit sagen wollten, hey, das ist jetzt die Gameboy-Version von dem richtigen Spiel. Ich kenne doch das richtige Spiel und das ist die Gameboy-Version dazu. Aber die Spiele sind ja gut. Die kann man doch für sich alleine stehen lassen. Ich verstehe es nicht. Und als letztes ein wunderbares Spiel, was überall anders hieß, in den meisten Regionen hieß es Track Meet und bei uns in Deutschland Littys Summer Sports. Ihr seht es schon an dem Cover, ich kann euch leider nicht das Modul zeigen, weil ich das nicht in der deutschen Version habe. Der Fußballspieler Pierre Littbarski, der damals natürlich angesagt war, also immerhin einen guten Charakter eingekauft, mit wirklich 90er Jahre Style, grinst in die Kamera. Und ihr mögt euch vielleicht denken, okay, Pierre Littbarski, Fußballspieler. Dann wird es Fußballspiel sein. Nein, es ist ein Leichtathletikspiel. Genauso in dem Stil wie andere große Marken zu der Zeit, wo ihr natürlich so 100 Meter Lauf habt, wo ihr Knöpfe hämmern müsst und so weiter. Ihr kennt das alles. Wie Track and Field zum Beispiel von Konami. Ne? Das ist so der größte Titel, glaube ich, den es in dem Bereich gibt. Was hat Pierre Littbarski mit Leichtathletik zu tun? Außer, okay, Sport, das ist, kann ich noch einigermaßen akzeptieren. Aber warum? Und dann dieses Outfit. Warum? Warum muss man dieses Leichtathletik-basierte Sportspiel so verkaufen? Ich verstehe es nicht, aber das ist wirklich, wirklich absolute Spitzenklasse, dieses Motiv. Das war meine Flop 5 Cover für den Game Boy. Ich weiß, es gibt viele Schwächten, aber die sind mir so als erstes ins Auge gefallen. Wie gesagt, würde mich interessieren, welches eure Flop 5 Game Boy Cover sind. Bitte in die Kommentare damit, freut mich zu lesen. Und dann danke ich euch fürs Einschalten und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.